Wollfuß und Frank Buschmann melden sich heute für Sie aus der UEFA Champions League. Aus der Königsklasse im europäischen Fußball, da wo die Spitzenclubs aufeinandertreffen. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen Manchester City. Riesig. Weil du aber ganz sicher keinen Fehlstart hinlegen willst. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Wir wissen, dass Sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf Ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können Sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. So, jetzt geht's hier los. In diesem Spiel in der UEFA Champions League. Erster Spieltag. Jetzt ist er durch. Fernandinho! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Jetzt liegt City vorne. Bentaleb. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Viel Platz für Sterling. Da ist die Flanke. Da können Sie erstmal klären. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Guter Pass. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Schalke mit dem Einwurf. Caligiuri. Sané. Wie schätzt du die Schalker derzeit ein, Buschi? Also wenn wir das bei einem Club spielen. Pass kommt von Gündogan. Sané. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ball bei David Silva. Sané. Da geht der Ball in Richtung Sterling. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Laporte.
Schöne Flanke. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sterling. Da ist die Flanke. Wir können nichts aus der Flanke machen. Super dazwischen gegangen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Oczipka. Schalke jetzt über außen. Flanke jetzt. Muss Abschluss geben, gibt auch Abschluss. Schwache Aktion. Walker. Aguero. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das. Gündogan! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Super gehalten in dieser Szene. Da können sich die Kollegen bedanken und so geht vielleicht was. Gündogan! Er trifft die Latte. Sterling mit der Chance. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Salif Sané. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Nun David Silva. Nun Fernandinho. Sané. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Jetzt eine gute Flanke. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Jetzt können sie vielleicht kontern. Schalke jetzt über außen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Jetzt Otamendi. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Nun Kun Aguero. City kommt über außen. Lange Flanke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Nastasic. Mal gut. Und jetzt Freistoß Schalke. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm. Caligiuri. Oh, er traut sich aus dieser Entfernung. Fast der Treffer. Da hat der Keeper nicht mitgerechnet. War ein guter Versuch. Der Schuss sah zunächst so aus, als könnte er reingehen, aber dann war er doch ein Tick zu hoch angesetzt. Der Ball geht über den Kasten, auch wenn hier nicht viel gefehlt hat. Und nun Laporte. Da kommt der Pass auf außen. Da ist die Flanke. Das war knapp. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten.
Die Flanke war richtig gut, leider die Ballabnahme nicht so wirklich. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Jetzt die Flanke. Den klärt er gut. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und nun Fernandinho. Jetzt David Silva. Sterling am Ball. Jetzt Gündogan. Agüero. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Salif Sané. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Nee, der ist zu weit. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Sané. Da kommt der Pass auf Sterling. Der Reingabe kommt an den langen Pfosten. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Wie hast du Raheem Sterling im ersten Abschnitt gesehen? Er hat sein Tor gemacht, sie liegen vorn. Bislang kann er wirklich zufrieden sein. Das wird auch der Trainer nicht anders sehen. Geht weiter in diesem Spiel, die Citizens jetzt also mit der Führung im Rücken in Durchgang 2. Und Laporte. Ball bei David Silva. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Rudi. Nastasic. Einwurf. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Und jetzt Otamendi. Und nun Laporte. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Und jetzt De Bruyne. Da passt er auf. Ball geklärt. Ball im Aus. Einwurf für Manchester City. Fernandinho. Leroy Sané. Sané! Jetzt hätten sie fast noch einen draufgesetzt. Rudi. Bentaleb. Manchester City mit der Balleroberung. Gleich gibt's eine Auswechslung. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Freistoß jetzt, vielleicht ist das die Chance. Den Freistoß setzt er in die Mauer. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke.
David Silva mit der Ecke. Und jetzt die Chance. Tor durch Sané. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Sané. Jetzt Sterling. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft. Sterling! Nee, den Ball trifft er nicht so. Und Laporte. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Fahne ist oben, abseits Sané. Gut. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Konoplyanka. Und das gibt Abstoß. Ball bei David Silva. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Jetzt Sterling auf außen mit dem Ball. Flanke jetzt. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Super dazwischen gegangen. Walker. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Viel Platz für Sterling. Bentaleb. Konoplyanka. Caligiuri. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Rudi. Margot. Walker. Er ist da und kann den Ball hier klären. Sané. Das war einfach. Und er hat den Ball. Oczipka. Nabil Bentaleb. Jetzt vielleicht. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und es gibt Abstoß. Bei Schalke wird es einen Wechsel geben, Buschi. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Er überzeugt heute als Passgeber. Sané. Gleich ist das Spiel aus. Das wird ein verdienter Erfolg. Sie waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Bernardo Silva. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Fairer Einsatz hier. Salif Sané. Margut. Schöner Pass. Jetzt Konoplyanka. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut.
Konopljanka. Salif Sané. Caligiuri. Klasse Zuspiel. Jetzt gibt's Eckstoß. So, Ecke kommt. Gute Parade bei diesem Eckball. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. City über den Flügel. Jetzt könnte er flanken. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Sané. Hereingabe. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Und das war's, liebe Zuschauer. Das ist der Sieg. In diesem ersten Spiel, so hatten sie sich das erhofft. Guter Start in diesem Wettbewerb. Also das konnte man sich machen. Buschi, wie ist deine Einschätzung zur heutigen Leistung von Leroy Sané? Er macht sein Tor, holt den Sieg. Ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genauso hat er sich das vorgestellt.